Hello Rosinos, it's haul time. Okay, los geht's. Ich habe hier zwei Tüten. Die packe ich jetzt aus und gleich geht's weiter. So, fangen wir harmlos an und zwar mit dem Make-up-Ei. Ich wollte es schon immer haben, ne? Das ist Nachmachen von dem Beauty Blender, glaube ich, so ein bisschen. Und die sollen sehr gut sein. Ja, jetzt sind meine Schwämmchen von der M-Markt alle. Und ich habe mir dieses Ei hier geholt. Mal gucken, ob es funktioniert. So ist es weich. Also kostet 2 Euro. Also eigentlich relativ teuer. Aber es ist rosa. Dann muss es sein. Und ich werde es ausprobieren. Ich werde berichten. Ja, dann habe ich mir endlich, Leute, diesen Kabuki Puderpinsel geholt. Ne? Der kostet hier 4 Euro. Ist super flauschig. Den machen wir jetzt schön auf, wenn wir das hinkriegen. Wenn wir sehen, oh, ja, der ist absolut grandios, pink, ne? Super weich und ich freue mich schon, den zu benutzen, den werde ich für Puder benutzen. Hier steht zwar Bronzing Brush, aber ich habe für den Bronzer einen anderen Pinsel benutzt, der eigentlich für Puder gedacht war, deswegen ist der Kabuki für mein Puder. Auch dabei werde ich berichten, wie sich der verhält. So, jetzt kommt ein bisschen Schmuck, ne? Und zwar habe ich mir so Basic-Ohrringe geholt, ne? Und dann diese Stecker in Silber, in ja, Strassstein und Perle. So ein Mischpaket, ne? Gibt es natürlich auch mit nur Perlen, glaube ich, 5 Paar. Aber das gefällt mir hier besser. Kostet 1,50 €, kann man gar nicht meckern. Ja, brauchte ich mal wieder. Dann noch andere Ohrringe. Die sind aber zum Ausgehen gedacht, also eher für Motto-Partys und so. Und weil die nächste vor der Tür steht, zwar am Nikolaus, mit der Motto Barock, werde ich diese Ohrringe tragen. Die haben so, die sind schwarz und haben so schwarze, ja, schwarze Strasssteine drin. Also schon was Auffälliges, ne? Kann man so wahrscheinlich nicht anziehen. 2,50 Euro, finde ich, geht noch. Dann habe ich eine Kette hier, die ich schon anhatte, letzte Woche auf einer Party. Und zwar, das ist die aus der Limited Edition. Von der Sorte gibt es 2. Eine in schwarz, eine in silber mit weißen Steinen. Ich habe mir die schwarze geholt, weil sie zu meinem Outfit gepasst hat. Das ist dieses wundervolle Prachtstück. Die ist absolut robust. Die verheddert sich nicht. Die liegt auf der Haut. Ganz wundervoll sieht die aus. Kostet wie alle LE-Ketten 10 Euro. Hinten so ein, ja, eine schwarze Kette halt und guckt euch das nochmal an. So sieht die aus. Wie gesagt, die gibt es noch in Silber und mit weißen Steinen. Die sind so, ja, Metallfarben. Und passend dazu hatte ich mir diese Ohrringe geholt. Die hatte ich auch schon an, aber das stört euch nicht, ne? Die kosten dann 3 Euro, weil sie sehr auffällig und aufwendig aufgearbeitet sind. Die haben auch hier ganz viele glänzende Steine. Auch die kann man wahrscheinlich gar nicht so anziehen, aber für Motto-Partys sind die wundervoll. Die sind in so einem Altgold angefertigt, passt aber insgesamt irgendwie. Dann habe ich hier noch ein Schmuckstück, ne? Ich glaube das letzte heute. Die Ringe gab es im Sommer in Blau, gibt es immer noch, glaube ich. Aber jetzt gibt es dann auch in Weinrot und den muss ich dann natürlich haben, weil Weinrot eine meiner Lieblingsfarben ist. Und der passt, ja, ist Größe L, aber besser ein bisschen groß als zu klein, ne? Ja, Kostenfaktor 1,50. Dann habe ich mir Schlüpperalarm. Wieder 2 Schlüppis geholt. Von den allerbesten, die ich so liebe, gab es jetzt neue. Einmal dieses Sternchen-Schlüpperchen, ne? Die wachsen mit wieder. Hier wieder mit diesem elastischen Spitzenabschluss, ganz süß, ne? Hinten auch Sternchen, hier so eine Schleife. Kostet, meine ich, 2 Euro kosten die, glaube ich, alle. Und noch ein Schlüppi. Und zwar steht hier Love überall. Ja, ist natürlich rosa. Wie soll es doch schon sonst sein? Also ein rosa Schlüpper mit Love drauf. Und auch der aus Mikrofaser, glaube ich, auch der 2 Euro. Jetzt kommen Strumpfhosen. Die musste ich mitnehmen. Die sind in Anthrazitgrau, so ein bisschen dickere Qualität. Also jetzt für den Winter natürlich klasse, ne? Da ich gar gerne grau mag, habe ich mitgenommen. Und die haben Rosenmuster drauf oder Blumenmuster, meine ich zumindest. Und die Blumen sind feinrot, was wiederum passt. Also alles meine Lieblingsfarben. Und die kosten 4 Euro alle. Die
Die gibt es auch mit Füchsen drauf und die gibt es noch mit, ich meine mit Eulen. Ja, dickere Schrumpfhosen. Dann habe ich wieder Schnappes ergattert. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe dieses T-Shirt auch schon in Blau. Es ist eigentlich aus der Lounge, also aus der Schlafabteilung. Aber ich werde das so tragen, weil ich das T-Shirt auch so trage. Jetzt haben sie die Sachen reduziert. Und ich habe das Top dazu noch genommen. Na, dieses Töpfchen auch wieder blau mit Rosen drauf. Hier hat er so einen eingearbeiteten BH quasi. Ne? Weil ja, damit es im Schlaf auch hält. Ne? Mit Spitzenabschluss, ganz wundersüß. Und wurde von was weiß ich, von 4 Euro auf 2 Euro reduziert. Also ein süßes Hemdchen in blau. Hier unten auch ein Spitzenabschluss. Ne? Für 2 Euro konnte ich gar nicht Nein sagen. Vor allem Rosen drauf. Ne, hallo? Ja, und passend dazu, auch noch 2 Sachen, gut, passend ist es natürlich, ne? Ein Regenschirm. Also Schirme haben bei mir keine lange Verweildauer, deswegen brauche ich immer wieder welche. Das ist jetzt keine Automatik, aber Leute, wie hätte ich denn liegen lassen können? Hm? Blau-Bordeaux mit Rosen drauf. Hier wieder diese schönen Rüschchen, ne? Also der nächste Blümchenschirm, der darauf wartet, kaputt zu gehen, ist aber egal, kostet 5 Euro, muss einfach mit. Ja, jetzt habe ich mir 2 Basics nochmal geholt, ne? Das ist langweilig, aber braucht man immer. Jetzt wechseln die Farben auch zum Winter hin, im Sommer gibt es mehr so helle Sachen mit Pink, Mint, Gelb, Rosa, was weiß ich, Aprikot. Jetzt kommen die dunklen, also Blau, Bordeaux und so, und da ich Bordeaux sehr gerne trage und noch nichts hatte in der Art, musste dieses Basic Top mit. Hat natürlich Stretch hier und kostet, wie sie alle kosten, 2,50 Euro. Gibt es in verschiedenen Farben. Und noch eins in Bordeaux mit einem Spitzenabschluss. Quasi das gleiche in Grün, ist aber ein Rippentop, ne? Also wieder mein Ding. Mit Spitzenabschluss und auch dieses hier, nein, das hätte ich gelogen. 3 Euro kostet das. Was aber eigentlich auch geht, ne? Überall anders sind sie teurer. Dann haben wir hier noch eine Strickjacke, na, die musste ich auch haben, ich habe ja so wenig Strickjacken, ne? Die musste in Blau auch noch mit, das ist eine neue Form oder ein neuer Stoff, der jetzt reingekommen ist. Die gibt es auch noch in Schwarz, glaube ich, in Grau und was weiß ich noch. Ich habe die in Blau genommen jetzt hier, die hat so eine Rippenoptik, ich weiß nicht, ob man das sieht. So eine Rippenoptik, die fallen aber relativ groß aus, das ist eine Größe 34 und die passt mir, ne? Obwohl ich eigentlich 36, 38 trage. Die hat hier vorne so Kristallknöpfe. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie jetzt silber sind und nicht blau. Aber naja, und dieses Jäckchen kostete 10 Euro. So, was ich hier noch habe, sind Stay-Ups. Und zwar, Stockings, also Strümpfe für einen Strapsgürtel. Ne? Ich habe auch schon welche gekauft, die halterlos sind. Die halten auch, also könnt ihr ruhig kaufen, kosten glaube ich 3 oder 4 Euro auch. Und günstiger gibt es die nirgendwo. Die kosten hier auch 4 Euro. Ne? Strümpfe für einen Strapsgürtel in Schwarz gibt es auch in Hautfarben. Probiere ich die auch nochmal aus. Ja, und was jetzt kommt, kennt ihr schon. Und zwar in einem meiner letzten Hauls habe ich mir diese wundervollen, geilen, silbernen Spacey-Schuhe geholt. Ich konnte sie da nicht stehen lassen. Ne? Und weil sie so toll sind, sind natürlich Partyschuhe, ne? Sind keine Schuhe, die man so draußen anziehen kann. Weil die so toll sind, mussten die jetzt auch noch mit, bevor sie ganz weg sind. Tada! So, diese Schuhchen mussten jetzt auch noch mal mit, ne? Auch Partyschuhe, wenn man dann in Schwarz irgendwo hingeht. Und die kosten, ich hoffe, da sieht man hier, 22 Euro. Da sie hier ein relativ hohes Plateau haben, sind sie auch relativ bequem, obwohl sie sehr hoch sind. Ich schätze, das sind 11 cm oder so, ne? Aber die musste natürlich mit. Ich bin froh, dass ich die habe. Ja, das war es erstmal in diesem Haul. Mal gucken, ob ich noch was dazu drehe. Was ich beinahe vergessen hätte, das geht gar nicht. Und zwar habe ich mir im Sale, haha, diesen wundersüßen Bambi-Pulli ergattert. Na? Der wurde reduziert. Der passt farblich zu meiner Bambi-Fließhose, die ich von Penny's habe vom letzten Jahr. Und ja, ist flauschig, ist so ein Sweatshirt mit einem Flauschfutter hier drin. Hat richtig so schöne quasi Ärmelchen und
kostete jetzt nochmal 5 Euro. Da musste ich zuschlagen. Ne? Also mein Bambi-Pulli, den hatte ich ja schon an. Vorgestern, glaube ich, an einem kalten Abend nach dem Baden. Ja, musste sein. Jetzt ist er mein. Jetzt reime ich hier auch noch. So, und weiter geht's. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen nachgekauft. Die wollte ich nochmal schnell zeigen. Zum einen ist es für die liebe Mel wieder diese Jacke hier. Diese wunderschöne burgunderfarbene oder bordeauxfarbene Jacke, jetzt für die Übergangszeit. Die hat keinen Reißverschluss, die hat hier nur so goldene Druckknöpfe. Die hat hier goldene Reißverschlüsse an den Taschen und so Lederapplikationen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Dann hier so eine Kordel, eine Kapuze mit Fellbesatz und hier auch so ein Puschel. Na? Und dieses Jäckchen kostet, ich glaube, 32 Euro. Ja. Vielleicht sieht man die besser so. Ich hoffe, dass ihr die sehen könnt. Ja, und passend zur Jacke habe ich natürlich auch wieder einen Schal gekauft. Einer dieser berühmten Schals, der ist auch reversibel, also beidseitig. Auf der anderen Seite hat er so kleine Karos in Bordeaux und Schwarz. Und hier vorne halt, ja, Bordeaux, Blau, Schwarz. Ne? So sieht er dann aus. Und auch der, ziemlich warm und kuschelig. Und auch der kostet 7 Euro. Ich hoffe, das kann man erkennen. So, dann habe ich Schlüpperalarm. Für mich wieder ein paar Schlüpper gekauft, ne, in Koralle. Der eine, den musste ich nehmen, weil er absolut süß aussieht. Der sieht so aus, der hat hier hinten am Püppes auch so Rüschen. Ist, wie man sieht, transparent, ne? Und kostet, glaube ich, 2 Euro, 2,50 Euro. Und der andere ist, hat diese Brasilienform, der sieht so aus, aber auch wieder Koralle, nur eben intensiver. Der sieht dann so aus und hier haben Püppes so ein, ja, so einen elastischen Einsatz, ne? Damit das so ein bisschen sich rafft. Ja, und der hat hier vorne so ein Steinchen auch, der kostet auch 2,50 Euro. So, dann haben wir hier Kuscheln, der Winter kommt ja jetzt, ne? Ich habe ja schon welche an, so ist es nicht, ne? Diese vom letzten Jahr. Aber jetzt haben wir hier die. Die sind in so einer Strickoptik, ne? In so einem Creme-Woll-Weiß. Hier mit diesem Karo-Besatz. Ja, Schleifchen. Wundersüß. Innen drin so ein Fließfutter. Also jetzt nicht Teddyfutter, sondern Fließfutter. Und das kostet jetzt hier 7 Euro, kosten die. So, dann habe ich mir Geschirrtücher geholt. Drei Stück mit Paris-Motiven, oh la la und so. Ich mache die jetzt auf auch mal, ne, damit ihr sehen könnt. Ach, vielleicht zuerst der Preis noch. Die Kosten für drei Stück 3,50 Euro, kann man überhaupt nicht meckern. Und Geschirrtücher braucht man immer wieder neue, ne, weil sie dann öselig werden. Ja. Das eine ist ganz einfach rosa mit so Paris-Motiven drauf. Das zweite ist glatt weiß mit oh la la hier. Das ist so eine Waffeloptik. So, und das dritte, auch oh la la, aber in so einer Sprechwolke mit so weißen Pünktchen. Ne? Drei Geschirrtücher für 3 Euro, kann man nicht meckern. Dann habe ich auch für eine liebe Kreislerin hier diese Teelichter, was bescheuert, nein, diese Fairy Lights gekauft in Sternchenform, silberne Glitzersterne. Die kosten 4 Euro, da gibt es ganz viele verschiedene. In dem letzten Update-Video könnt ihr sehen, welche Lämpchen es da gibt gerade. Ne? Es gibt auch welche für Weihnachten mit Tannenbäumen und was nicht alles. Ne? Jedenfalls die hier 4 Euro für 20 Stück. Dann habe ich mir, musste mal wieder neu, diese Twistpot Nagellackentferner. Ne? Der ist wirklich gut. Meine wird ja jetzt langsam trocken oder auch verfärbt. Irgendwann, wenn man dunkle Nägel hat, verfärbt sich der Schwamm drin. Da muss man halt irgendwann einen neuen nehmen, weil die Nägel, die Finger dann verfärbt rauskommen. Ne? Also der hier zum unschlagbaren Preis für 1,50. Ne? Bei der M-Markt kosten die von Evelyn, glaube ich, 1,99. Da sind wirklich die günstigsten. Grandiose Erfindung, kann ich nur empfehlen. Und passend dazu natürlich den Korrekturstift. Ne? Der kostet jetzt, glaube ich, auch 1,50. Steht aber jetzt nicht hier. Oder stand hier, ist aber irgendwie kann ich gar nicht sehen. Ich glaube, dass der auch 1,50 kostet. So. Dann knapp ist ergattert, ne? Eine Kette, die reduziert war. Von 5 auf 2 Euro. Die musste ich nehmen. So eine einfache Kordel hier mit Gold und Silber. Passt eigentlich zu allem. Ne? Weil Gold und Silber halt eben. Ne? Und ich habe gedacht, für 2 Euro nimmst du die ja mal mit. Mal schauen.
Dann hier noch so ein Duttbändchen oder so ein Pferdeschwanzbändchen für eine Party oder so, wenn man irgendwo hingeht. 2 Euro, ne? Habe ich gedacht. Und das letzte hier, was ich habe, musste ich auch nehmen, weil es golden ist. Und zwar eine kleine Kosmetiktasche. Was ich an der gut finde, ist nicht nur, dass sie gold ist und so eine Flechtoptik hat, sondern dass sie hier 2 Fächer hat. Ja? Also da kann man wirklich schon seinen Schmuck vielleicht und Kosmetiksachen oder was auch immer da schön voneinander trennen. 2 Reißverschlüsse und die kostete 4 Euro. So, und das war's dann jetzt in diesem Haul. Ne? Ich wünsche euch eine schöne Woche oder schöne Wochen. Bis zum nächsten Mal. Stay cute. Bye.